Hallo Leute, hier ist Jochen von S21 BauTV bei wunderbarem Frühlingswetter aus Stuttgart, auch in Zeiten von Stay at Home für euch unterwegs. Und bin jetzt hier in der Jägerstraße. Ich habe mir bei diesem tollen Wetter meine Kamera geschnappt und bin zum Bahnhof. Unter Einhaltung von diesem 2 Meter Sicherheitsabstand darf man ja ruhig auch ein bisschen rausgehen. Und den halte ich, weil das ist mir nämlich gerade recht, sage ich jetzt mal auf gut Schwäbisch, bei meinen Filmtouren brauche ich niemand direkt neben mir stehen, da braucht man ein bisschen Ruhe und Konzentration. Und von dem her schauen wir mal, was wir heute für die Linse bekommen. Hier arbeitet der Scholp Kinderkran. Kinderkran, das ist nicht, weil das hier ein Kinderspiel ist, sondern weil wenn man diesen Kran bucht, quasi zum Einsatz kommt, dann wird von der Firma Scholp da eine Spende für Kinder sozusagen bezahlt. Ganz genau weiß ich es jetzt leider nicht auswendig, müsste man mal online nachschauen. Aber auf jeden Fall ist eine unterstützenswerte Sache und die wird hier auch unterstützt. Wir blicken in den Bauabschnitt 1. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, weil man hier so schlecht hinkommt. Aber ich habe es heute geschafft, hier diesen Einblick zu bekommen. Hier wird fleißig an der Bodenplatte armiert. Ja, das ist doch ein toller Anblick. Kann ja nur kommen. Ach so. Wenn du das so sagst. Ja. Was machst du das? S21 BauTV. Was für ein Ding? S21 BauTV. Das mit Bau habe ich verstanden. BauTV auf YouTube. Jetzt hat er aber auf. Wasser. Nee. Gut.
Gelände der alten Bahndirektion. Kurzer Blick über den BA2. Hier ist so gut wie Schicht im Schacht, so gut wie vollendet. Tunnel, hier bauen wir Tunnel in offener Bauweise, das heißt Loch buddeln, Tunnel betonieren, Loch zubuddeln. Und hier erreicht jetzt halt eben die Tunneldecke die alte Bahndirektion. Ist jetzt nicht wirklich viel Platz dazwischen. Und darunter, schauen wir uns gleich von der anderen Seite an, wird aber gearbeitet. Ja, wie gesagt, viel gibt es hier nicht zu tun. Diese paar Armierungsstäbe hier, das sind die letzten zwei Lücken. Und wenn die betoniert sind, ist der BA2 fertig. Die Fläche hier ist längst verkauft, schon ganz lange an einen Investor. Und der hat den städtebaulichen Wettbewerb und der weiß jetzt auch schon, was er hier bauen möchte. Und allerdings gibt es noch keinen Bebauungsplan seitens der Stadt Stuttgart. Und das Amt muss den jetzt erst erstellen. Das dauert seine Zeit. Und die haben ja auch anderes zu tun, ne? Das Stadtplanungsamt. Und das trifft sich übrigens gut. Da möchte ich mal noch auf unseren Verein hinweisen, die IG Bürger, die ja Verein der Befürworter, von denen das ja hier organisiert wurde, S21 BauTV. Und wir beschäftigen uns inzwischen sehr intensiv mit den städtebaulichen Planungen. Und eine unserer Forderungen, sage ich mal, die wir aus den Beobachtungen der Planung abgeleitet haben, ist, dass es dringend eine personelle Verstärkung des Stadtplanungsamtes braucht. Und für ein Projekt wie die Neubebauung der Gleisflächen, da braucht es mehr als nur ein paar Leute. Da sind wir eigentlich der Meinung, da bräuchte es eine eigene, unabhängige Entwicklungsgesellschaft. Schaut mal auf unsere Homepage igbürger.de, da könnt ihr das und vieles andere nachlesen. Hier sind wir im Bereich vor der sogenannten alten Bahndirektion. Dieses wunderschöne alte Gebäude durfte nicht abgerissen werden, weil es unter Denkmalschutz steht. Der Name Bahndirektion ist Omen. Der Nomen ist Omen. Hier war mal die Verwaltung der Bahn drin. Vor 100 Jahren in etwa war das ein Verwaltungsgebäude der Bahn. Da wurde es gebaut. Ja, und die Bahn hätte das gerne abgerissen, weil hier natürlich mitten in der Baustelle steht, mitten in der Baugrube. Aber die Stadt Stuttgart wollte das nicht und hat auf dem Denkmalschutz bestanden. Also musste man sich was einfallen lassen. Das hat man dann auch getan. Man hat das ganze Gebäude einfach auf Stelzen gesetzt, auf Pfeiler. Man hat zuerst quasi unter dem Gebäude diese riesige Betonplatte, die ist tatsächlich so dick und durchgehend, das ganze Gebäude auf diese Betonplatte gestellt. Und die Betonplatte, unter der Betonplatte, hat man dann hier so diese Pfeiler gebaut. Diese vier hier jeweils auf der Vorderseite und an der Seite und an der Rückseite sind noch mehr solcher Pfeiler und hat dann jetzt hier einfach den Tunnel gebaut. Ja? Also das hat natürlich ein paar Millionchen gekostet. Ja? Also nicht nur 2 und auch nicht nur 10. Ich habe glaube ich 50 Millionen im Kopf, was man hier von Mehraufwand schätzt. Und das ist jetzt natürlich auch für die Kollegen zum Arbeiten eine ziemlich enge Kiste, sprichwörtlich. Ja, also ich meine, im Prinzip hat man da ja zwar Platz, es sieht auf der Seite noch relativ gut aus, da ist es noch übermannshoch, sage ich mal, aber die Betonung liegt auf noch, denn hier wird gerade die nächste Schicht Armierung eingezogen. Und
die ist dann halt über dem Kopf von den Arbeitern, dann ist halt nicht mehr wirklich viel Platz. Und das ist natürlich mega aufwendig, weil man jetzt ja nicht mit dem Kran kann die Stangen in großen Bündeln am richtigen Platz absetzen, wie man das normalerweise macht. Nein, die Kollegen müssen jetzt hier Stange für Stange hineintragen von Hand. Und ja, sicherlich nicht zu beneiden. Ja, dieses Eck finde ich ja jetzt eigentlich immer noch besonders spannend. Hier kann man mal sehen, wie mächtig diese Betonplatte ist. Die nennt sich Abfangplatte, auf der das Gebäude ruht. Und wie das hier schwebt. Und ich kann euch sagen, vor einem Jahr war der Anblick noch deutlich beeindruckender. Ne, könnt ihr euch denken, wo hier noch kein Tunnel war, sondern Baugrube. Aber es ist ja auch schön, dass es vorangeht, nicht wahr? In meinem letzten Video haben wir zugesehen, wie dieser Abschnitt da drüben betoniert wurde. Da hat sich, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel bewegt. Und deshalb schauen wir mal weiter. Hier sind wir noch nicht ganz so weit fortgeschritten. Zumindest im vorderen Bereich, während hinten schon die Decke betoniert ist, ist sie vorne noch gar nicht armiert. Und hier kann man jetzt mal noch in den Tunnel hineinschauen. Hier kann man mal ganz schön erkennen, der schon fertiggestellte Teil des Tunnels hier unter der Heilbronner Straße. Und der noch nicht fertiggestellte Teil vor uns. Weiter geht die gute Reise zum Bauabschnitt 9. Der Bauabschnitt 8, der ist jetzt zwischen uns. Zu dem sage ich vielleicht nachher gleich noch was. Beziehungsweise der liegt hier unter der Straße. Den können wir nicht einsehen. Dafür Bauabschnitt 9. Ja, hier wird armiert an der Bodenplatte und an den Bahnsteigen. Und wir sehen hier natürlich sehr unterschiedlich weite Fortschritte. Und leider ist auch hier in Zeiten von Corona alles ein wenig langsamer geworden. Da drüben ist jetzt die Armierung für die Bodenplatte eingebracht. Und dank der vielen Bretter bin ich der Meinung, dass das wahrscheinlich so weit fertig ist, dass man mal eine Schicht Beton einpumpen könnte. Daneben ist halt noch gar nichts passiert. Da sind wir noch auf der sogenannten Sauberkeitsschicht. Das ist eine dünne Betonschicht zwischen dem Erdreich und der eigentlichen Bodenplatte, die eigentlich nichts anderes zur Aufgabe hat, als dafür zu sorgen, dass man im trockenen und ja, ohne Schmutz auf ebener, trockener, schmutzfreier Unterfläche kann bauen. Hier drüben ist dann nochmal ein Bahnsteig. Der hebt sich jetzt noch nicht so deutlich ab. Aber er ist da. Ja, mal ein kurzer Rundblick durch die belebte Bahnhofshalle. Thank you.
Abschnitt 11. Wir haben hier eine kleine Herausforderung zu bewältigen. Die treuen Zuschauer, die wissen es ja schon. Hier unter uns, diese Betonschräge, unter dieser Betonschräge, da fährt die S-Bahn. Das ist der S-Bahn-Tunnel. Und das ist übrigens einer der Gründe, warum der Bahnhof nicht noch tiefer gebaut wurde, beziehungsweise eine gewisse Schräglage hat, weil es von Anfang an klar war, dass es zu tief, was man zu tief graben müsste, um den S-Bahn-Tunnel zu unterqueren, hat man sich beschlossen, ihn einfach zu überqueren. Und das Problem an der Geschichte ist, dass der S-Bahn-Tunnel von seiner Statik, von seiner Gründung natürlich nicht darauf ausgelegt ist, das Gewicht des Tiefbahnhofs zu tragen, also zumindest des Teils, zumal an dieser Stelle später auch noch eine Kirchstütze gebaut wird. Und die wiegt ja schon viele Tonnen. Auf jeden Fall ist die Lösung jetzt hier, dass der Tiefbahnhof den S-Bahn-Tunnel nicht berühren darf, weil sonst würde der absinken irgendwann. Und dann hätten wir vielleicht irgendwann eine coole Achterbahn, aber keine S-Bahn mehr. Ist ja auch doof. Also wird das hier wie so eine Brücke gelöst. Die Bodenplatte des Tiefbahnhofs schwebt über dem S-Bahn-Tunnel wie eine Brücke. Da wird auch im Prinzip eine Bautechnik, die man vor allem im Brückenbau findet, angewendet, und zwar der Spannbeton. Im normalen Beton liegen die Armierungsstähle einfach nur drin, die werden da hineingelegt und einbetoniert und dann ist gut. Beim Spannbeton jedoch werden die Armierungsstähle unter Zug gesetzt und dann wird das ganze Bauwerk gespannt und so lange, bis sich quasi die Betonplatte nach oben wölbt. Natürlich jetzt nicht viel, ja, da reden wir über Zentimeter. Das hat dann aber den Vorteil, wenn dann später mal die Last drauf kommt, wird die Platte in die Horizontale gedrückt, die Delle wird also wieder eingedrückt und in dem Moment wird eben das Gewicht über die gespannten Stahlseile in den Untergrund abgeleitet. So viel zur Theorie. Und ihr könnt es euch vielleicht denken, um etwas zu spannen, um Spannung aufzubauen, braucht es einen gewissen Widerstand. Und da spricht man beim Spannbeton eben von einem Spannbett, einem massiv ausgeführten Betonkonstruktion, in der dann die Spannseile einmal enden und eingespannt sind. Und das sehen wir hier jetzt quasi vor uns. Seitlich des S-Bahn-Tunnels. Ja, und was ich euch hier zeigen möchte, ist, dass das Spannbett hier vorne tatsächlich schon ausgegossen wurde. Und hier ist dann der Übergang zwischen dem fertiggestellten Teil und dem nicht fertiggestellten Teil. Sehen wir jetzt den Bauabschnitt 9. Nochmals aus anderer Perspektive. Ja, diese schicke Wand mit Löchern markiert das nördlichste Ende der Bahnhofshalle. Das ist die Grenze zum Bauabschnitt 8. Der Bauabschnitt 8 liegt komplett unter der Straße. Das ist eine sogenannte Deckelbauweise. Da hat man zuerst die Decke betoniert, hat also die Fahrbahn immer ein paar Mal verschwenkt, die Autofahrbahn, hat dann immer ein Stückchen Decke betoniert und jetzt, wo die Decke fertig war, hat man eben unter der Decke den Tunnel ausgehoben, die Wände betoniert und also den kompletten Tunnel gebaut. Das ist der Bauabschnitt 8. Können wir mal reinzoomen, der ist wahrscheinlich schon weitestgehend im Rohbau fertiggestellt, würde ich mal behaupten.
12 gibt es im Moment nicht viel zu sehen. Da sind die Kelchstützen schon betoniert und die eigentliche Arbeit ist jetzt eigentlich schon da hinten im Bauabschnitt 13. Das versuchen wir uns nachher mal aus anderer Perspektive besser anzuschauen. Ja, hier seitlich neben dem BA12 hat man eine Isolierungsschicht hier aufgebracht. Und während ich jetzt bislang davon ausging, dass das hier nur was Temporäres ist, zum Beispiel um hier eine Fläche zu schaffen, um Abstützungen für den Bonatzbau aufzubauen, sehe ich jetzt wieder unten Armierungseisen ausgelegt werden, Armierungsstahl. Ich weiß es nicht und dann gilt natürlich wie immer bei uns, wenn es jemand weiß, dann darf er es gerne in die Kommentare schreiben. Meine Vermutung bis zu diesem Punkt war, am Tag der offenen Baustelle habe ich eine Visualisierung gesehen, dass der Bonatzbau, wenn er jetzt einmal entkernt ist, von außen gestützt werden muss. Und da waren so große, ja, wie so Gerüsttürme und ich dachte mir immer, diese vorbereiteten Fundamente hier, die würden da ganz gut dazu passen. Aber vielleicht sehen wir hier ja auch schon irgendwie den Übergang der künftigen Bahnhofshalle in den Tiefbahnhof. Der bisherigen Bahnhofshalle, pardon. Na egal, wenn ihr was wisst, schreibt es ruhig in die Kommentare. Ich freue mich. Ja, wie versprochen, nochmal den BA12 und den BA13 aus einer anderen Perspektive. Die Kelchstützen sind hier übrigens am Rande geöffnet. Das gibt hier so eine Art Arkaden für den Übergang. Eigentlich ist ja an der Stelle, wo wir jetzt heute stehen, also wo die Züge fahren, ein Gebäude geplant. Das hat der Herr Ingenhofen zusammen mit dem Bahnhof entworfen. Und allerdings gibt es dafür keinen Auftrag von der Stadt, das zu bauen oder sowas. Man weiß also noch gar nicht, was hier mal entstehen soll. Das Einzige, was man hier halt eben tut, ist diese Öffnung seitlich, um einen Übergang von einem zukünftigen Gebäude in den Bahnhof zu ermöglichen, beziehungsweise eben vielleicht auch Lichtdurchlässigkeit zu ermöglichen. Nun ja, wir gehen weiter. Und diese weiße Stoffbahn, das ist der BA12. Dann sehen wir dazwischen den, jetzt wird es kompliziert, BA13. Da wird eine weitere Kelchstütze armiert. Und dann ganz vor uns, quasi auch noch unter unseren Füßen, unter dem Personensteg hier. Übrigens, schaut mal, wie schön leer der heute wieder ist. Da ist der BA14. Und noch mal näher in dem BA13. Die Armierungsarbeiten, da kann man leider nicht viel erkennen. Und dann schwenke ich auch gleich zur Seite. Das sind andere Kollegen mit Armierungsarbeiten zugange. Das ist jetzt wieder eine dieser offenen Kelchstützen bzw. Restkelche. Also hier sehen wir zum Beispiel, Moment, jetzt mal langsam. Wir sehen hier einen Regelkelch, nennt sich das. Ja, das ist eine vollrunde Kelchstütze mit einem Lichtauge oben drauf. Dann sehen wir hier einen Restkelch. Das ist nur, ich sage immer, eine Fake-Kelchstütze. Das hat hier zwar so ein bisschen die Form und hat aber kein Lichtauge. Und was wir jetzt hier leider nicht sehen, ist ein Randkelch. Das ist ein Kelch, der gleichzeitig noch ein Stück der Außenwand beinhaltet. Und alles haben wir jetzt gerade gesehen, die sind jetzt hier in dem Bereich alle geöffnet. Und normalerweise ist es ja so, bei allen Kelchen, es wird zuerst ein Kelchfuß betoniert und darauf dann mit diesem Schalungsgerüst nachher den großen Aufsatz. Das hat ein Fan mal die Kelchblüte genannt, fand ich ein toller Ausdruck, mit dem Lichtauge. Und ganz oben drauf kommt dann nochmal ein Betonkragen für das Lichtauge. Und wenn es ein Randkelch ist, dann gibt es da halt einfach andere Schalungsstücke, dass das hier gleich gekrümmt in die Außenwand übergeht.
In dem Fall muss man jetzt hier den Kelchfuß bauen und dann nochmal zwei Mini-Kelchfüße am Rand, weil ja die Seite durchbrochen ist. Ja, wir haben gesagt, da sind ja so Bögen drin, so arkadenartige Bögen. Und um die zu realisieren, braucht es eben noch zwei Bögenfüßchen, nenne ich die Dinger jetzt mal. Und dann gibt diese drei Punkte zusammen mit diesem Punkt eine große am Rand offene Kelchstütze. Wird neuerdings auch an einer Kelchstütze gearbeitet, und zwar am Modell Kelchblüte. Ah, das ist jetzt hier das Oberteil, und da hat man jetzt vor ein paar Tagen die ersten Armierungsstähle aufgelegt. Das sieht jetzt da noch ganz posierlich aus, aber das wird sich ändern. Da kommen viele, viele, viele Tonnen Stahl rein. Mehrere tausend Tonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, nebenan ist ein weiterer Kelchfuß armiert worden. Der könnte dann wohl betoniert werden demnächst. Abschnitt 16, das war der erste Bauabschnitt, der begonnen und also der gebaut wurde. Da ist man am weitesten. Da will man jetzt als nächsten Arbeitsschritt die Lücken zwischen den Kelchstützen verschließen. Und für dieses Verschließen, dazu vermute ich, sind diese Gerüste hier gedacht als Stützen, weil da braucht es dann wieder spezielle Schalungsteile, und fliegen können die halt auch nicht, ja, und deswegen schätze ich mal, werden hier diese ganzen Gerüste montiert. Vor uns jetzt das Baufeld 17 erstmal da in der Ferne mit seinen fertig betonierten Kelchstützen und dann eben etwas weiter das Baufeld 18 mit diesem Prachtexemplar einer Kelchstütze. Das wird übrigens die südlichste vollständige Kelchstütze in der Bahnhofshalle. Ah, es gibt dann noch so spezielle Übergänge zur der sogenannten Brillenwand. Das ist die Wand mit den Tunnelöffnungen. Und die befindet sich nämlich genau hier. Also wir gucken auf sie drauf. Hier ist die Bahnhofshalle zu Ende. Und ab hier sind wir jetzt wieder beim Tunnelbau. Tunnel Südkopf, Zulauftunnel Südkopf. Tunnel in offener Bauweise, und ihr wisst sicherlich, das heißt Loch buddeln, Tunnel betonieren und Loch zubuddeln. It's so easy. Ja, dann eben hier das vor uns, die Tunnels im Baufeld 19 und 20. Ja, ich glaube, da kann man jetzt nicht viel dazu sagen, muss man auch nicht viel. Auch hier ist eben im Moment so ein bisschen die Luft raus.
Neues aus der Kategorie Hindernisse. Genauso wie eine Haltestelle Staatsgalerie gibt es dann noch so zwei, drei andere Hindernisse im Stuttgarter Untergrund. Und eines davon ist der Nesenbach. Ein Bach, klingt ganz possierlich, der hat es aber tatsächlich in sich. Der kann oder hat zumindest in früheren Zeiten den Leuten hier ganz schön zu schaffen gemacht. Mit Hochwasser hat man hier beim Bau schon sehr interessante archäologische Funde gemacht, die zeigen, wie die Leute schon immer versucht haben, diesen Bach zu kanalisieren. Und wir tun es, ja, also wir haben es jetzt schon länger getan, den in den Bach, in den Untergrund zu verbannen. Und dann heißt das Ding jetzt nur noch Nesenbach-Kanal, nicht mehr der Nesenbach, sondern sein Kanal. Ein hübsches Gemäuer kann man hier erkennen, leider schon ein bisschen kopflos. Hier kann man mal noch die schönen traditionelle Steinmauerarbeit erkennen. Gar nicht ironisch gemeint, nein, es ist ja doch eigentlich ganz faszinierend, wie dieses so ein gemauertes Gewölbe. Der Nesenbach ist jetzt natürlich dem Tiefbahnhof auch im Weg. Da musste man sich auch eine Lösung einfallen lassen und die Lösung heißt Düker. Ein Düker, das ist ein U. Es gibt dann ein Bögelchen nach unten, es ist ein Bögelchen unten rum, es ist ein Bögelchen nach oben. So kann man sich das vorstellen. Das Wasser fließt dann im Düker von alleine. Ja, es gibt ja so ein physikalisches Gesetz, das heißt, in zwei miteinander kommunizierenden Röhren steht das Wasser immer gleich hoch. Und so funktioniert das hier beim Düker auch. Und jetzt haben wir den Nesenbach-Düker, an dem bauen wir schon lange. Das war das Bögelchen unten rum war, so das ziemlich erste, was hier gebaut wurde. Das ist schon lange fertig. Bögelchen hoch, arbeitet man ein Stückchen weiter. Und dann das Bögelchen runter, das ist sozusagen hier in der Entstehung. Vor uns sehen wir jetzt den bestehenden gemauerten Kanal. Und der neue Kanal, der neue Düker, der kommt irgendwo hier, wo der Bagger steht, da ist er, da liegen schon die neuen Rohre. Und wir müssen jetzt hier so eine Art Abzweigung schaffen, ja, eine Art Umleitung. Und dazu wurde jetzt hier schon mal unter uns sowas vorbereitet. Aber das ist jetzt erstmal nur die Umleitung, die temporäre Umleitung, eine Umleitung, um eine Umleitung zu bauen, weil der Nesenbach-Kanal ist nicht nur ein Bächchen, ein possierliches, sondern der ist heute schlicht und ergreifend ein großer Abwasserkanal, der auch gebraucht wird, den man nicht einfach abklemmen kann. Und deswegen muss der jetzt mal für einige Zeit einen neuen Kanal bekommen, damit die Kollegen hier nebenan den alten Kanal abreißen können und eben einen schicken neuen Anschluss, ein neues Anschlussbauwerk bauen können. Ich hoffe, die Erkenntnis, weil ich fand ja so, okay, wir gehen nicht mehr drauf. Ja, da sieht man den Nesenbach vorbeirauschen. Tag der neuen Perspektiven. Ich habe hier eine ganz tolle Perspektive gefunden. Ja, ein weiteres Stück Nesenbach-Düker. Das ist jetzt hier die Gefällestrecke, die sogenannte, wo das Bögelchen vom U nach unten geht. Ja. Und dazwischen haben wir nämlich da vorne noch auf der anderen Seite von dieser Querwand das sogenannte Oberhaupt. Und im Oberhaupt trennen sich die Wasserströme auf verschiedene Rohrgrößen.
hier nebenan liegen schon zwei Rohre. Ja? Ein kleines und ein bisschen ein größeres. Und das hier, das wird halt hier eben das Monsterrohr sozusagen für die richtig, richtig starken Regenfälle, wenn es mal wirklich hart auf hart kommt, dann ist das Place to be für das Wasser, nicht für uns, für das Wasser. Und zwar, das ist halt einfach so, in so einem Düker, da kann man ja nicht mal eben rein und putzen, reinigen. Und da der Kanal hier ja so U-förmig verläuft, würde sich eigentlich zwangsläufig an der tiefsten Stelle des Dükers der Schmutz absammeln und würde sich da ansammeln und aufstauen, bis das Rohr dicht ist. Und dann wäre das scheiße im wahrsten Sinne des Wortes. Und damit das nicht passiert, brauchen wir halt in diesem Rohr immer eine Strömung. Eine schöne Wasserströmung. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn man am Tag wie heute, wenn man da ein Rinnsal durch eine Rinne diesen Durchmessers schickt, das gibt keine Strömung, ja, oder nicht keine große Strömung. Nee, stattdessen macht man das hier ein bisschen intelligenter. Man hat verschiedene Rohrdurchmesser. Je nachdem, für trockenes oder weniger trockenes Wetter, wird im Oberhaupt eben die Menge geleitet in ein bestimmtes Rohr mit einem bestimmten Durchmesser. Das geht auch mechanisch, da ist keine Elektrik dahinter. Das ist einfach nur simple Physik. Ja, so mit sogenannten Zungenwehren geht das eigentlich ganz easy. Und so stellen wir sicher, dass wir hier immer eine Strömung haben. So, und warum ist jetzt hier eigentlich Wasser? Für alle, die uns nicht so oft zuschauen, wir haben hier in Stuttgart etwas, das nennt sich Mineralwasser. Das ist Grundwasser, das uns aus den umliegenden Gebieten, zum Beispiel den Fildern, außerhalb des Talkessels zufließt. Und auf seinem Weg hinab in den Stuttgarter Talkessel reichert sich das an mit Mineralien. Also ganz konkret, da hinten ist der Fernsehturm. Von da oben kommt Wasser hier runter und reichert sich mit Mineralien an und fließt dann in großer Tiefe nach Bad Cannstatt weiter. Dass dem so ist, das liegt an einer bestimmten Gesteinsschicht, die wasserundurchlässig ist und die das Wasser da unten festhält. Und als Hilfsgefängniswärter haben wir dann immer noch das Grundwasser, das mit ziemlich großem Gewicht eben auf dieser Gesteinsschicht liegt. Das bräuchte es normalerweise nicht, da in den meisten Fällen ist diese Gesteinsschicht groß und stark genug, um das Grundwasser da unten zu halten, das Mineralwasser, pardon. Nur man muss dazu sagen, das Mineralwasser steht unter Druck. Ja, das steht unter Druck, das möchte ausbrechen und die Gesteinsschicht, die drückt dagegen, die sagt, nee, du bleibst hier unten und du gehst ab nach Bad Cannstatt. Naja, ob das jetzt erstrebenswert ist, nach Bad Cannstatt zu wollen oder ob man lieber hier nach oben will, das ist da mal, sei mal dahingestellt. Aber Fakt ist, das Mineralwasser darf nicht oben bleiben. Und ja, wir haben hier allerdings eine kleine geologische Besonderheit. An genau dieser Stelle ist diese Deckschicht über dem Mineralwasser ein bisschen dünn. Und da würden wir jetzt Gefahr laufen, dass das Mineralwasser hier ausbrechen kann. Das wäre uns ja im Prinzip egal, wisst ihr? So ein Bahnhof mit Mineralwasser, Pool oder Mineralbad, also ich fände es cool. Aber ich glaube, unsere Freunde in Bad Cannstatt, die echten Mineralquellen und die echten Mineralbäder haben, die fänden das, naja, not so amusing. Und weil die Bahn ja freundlich ist und ein Herz für Bad Cannstatter hat und er auch nicht unbedingt oben bleiben möchte, wie ja bekannt ist, hat sie hier freundlicherweise sich dazu entschlossen, Unterwasser zu bauen. Normalerweise wird ja das Grundwasser aus allen Baugruben abgepumpt, um trocken arbeiten zu können. In diesem Fall hat man sich einfach dazu entschlossen, das Grundwasser da drin zu lassen, beziehungsweise gezielt Trinkwasser einzuleiten, um ein Gegengewicht herzustellen. Und dafür hat man jetzt lange mit Tauchern da unten gearbeitet, hat den Aushub mit so einem Seilbagger gemacht. Da steht er noch unter Wasser und geholfen haben ihm Taucher. Und die Taucher, die waren immer auf so einem kleinen Portal zu Hause, einem Floß. Das ist jetzt weg.
Und gefühlt ist auch der Wasserstand deutlich niedriger, als er schon war. Aber eigentlich darf das Wasser hier erst raus, wenn die Baugrube wasserdicht ausbetoniert ist. Bei der Baustelle des Nesenbach-Dykers angelangt, beziehungsweise dessen Zulaufkanal. Wir haben hier eben einfach noch einen kleinen Zulaufkanal zum eigentlichen sogenannten Oberhaupt, wo dann eben das Wasser in die Tiefe strömt. Das Oberhaupt ist da drüben. Ja, und was wir hier sehen, ist eine sogenannte Trockenwetterrinne. Wenn es eben ein trockener Tag ist und eine trockene Zeit, wie jetzt gerade wieder, dann kann das Wasser hier in dieser Rille in der Mitte fließen, ein kleines Bächlein. Aber wenn wir dann im Sommer oder so mal einen Starkregen bekommen, dann braucht der Bach halt eben wesentlich größeren Querschnitt. Und das ist dann diese beeindruckende Größe, die dann dem Bach zur Verfügung steht. Ja, wir sind hier bei der Baustelle für den neuen U-Bahn-Tunnel zum Hauptbahnhof. Wir haben hier das Problem mit der Haltestelle Staatsgalerie. Die U-Bahn-Haltestelle Staatsgalerie ist dem neuen Tiefbahnhof so ein bisschen im Weg und die wird deswegen neu gebaut. Und zwar, wir hatten es vorhin mal über die Neigung des Bahnhofs und dass von vornherein klar war, dass er über der S-Bahn durchgehen muss. Ja. Und da ergab sich dann eben der zweite Fixpunkt, die U-Bahn. Und es war schnell klar, dass er unter der U-Bahn durchgehen muss. Aber da war halt eben die Haltestelle. Und um dieses Dilemma zu lösen, hat man die Haltestelle einfach angehoben. Und dann, wenn man schon gerade dabei war, hat man die dann noch ein paar Meter zur Seite verschoben, um ansprechendes, Tageslicht durchflutetes, offenes Design zu realisieren. Die alte Haltestelle wird dann jetzt abgebrochen irgendwann. Aber da jetzt ja die Haltestelle an einem ganz anderen Ort liegt, passen natürlich die Zulauftunnel links und rechts natürlich nicht mehr zur neuen Haltestelle. Also erstens mal ist sie höher und zweitens mal an einem anderen Ort. Und deswegen müssen halt da so ein paar Meter U-Bahn-Röhren neu gebaut werden. Und hier ist eine der letzten. Man hat schon einige U-Bahn-Röhren gebaut. Das ist jetzt die U-Bahn-Röhre zum Hauptbahnhof. Leider eine nicht ganz wenig frequentierte Strecke, die jetzt eben erstmal unterbrochen ist für die Bauarbeiten. Aber da kann man nichts machen. We'll be right back.
und jetzt noch ein Blick in die Haltestelle Staatsgalerie, in die neue Haltestelle. Jetzt sind wir mal hier, wo wir jetzt schon dauernd drüber reden. Ja, viel zu sehen gibt es eigentlich nicht. Alles sieht alles schon sehr weit fortgeschritten aus. Da liegen auch Gleise. Ich euch nicht vorenthalten. Es spiegelt nur leider sehr arg. Aber hier steht Corona. Cool bleiben. Dann ordentlich Hände waschen. Rücksichtsvoll bleiben, ohne Panik. Nur wenige Kontakte mit anderen. Auch das geht vorbei. Sehr coole Idee. Jetzt hatte ich ja was erzählt von einer neuen Haltestelle Staatsgalerie. Da ist sie. Das ist die neue U-Bahn-Haltestelle Staatsgalerie, im Rohbau fertiggestellt. Da werden innen drin sogar schon die Schienen verlegt oder sind verlegt worden, Tatsache. Und ja, viel mehr gibt es da, glaube ich, auch nicht zu sehen. Denn Sie sehen, dass Sie nicht sehen. Naja, ganz fertig ist sie noch nicht, die Haltestelle. Und zwar da, wo diese gelbe Folie ist, da geht das rund, das Halbrund mal noch ein Stück weiter, fast bis an das Planetarium. Also da schaut's, da steht Planetarium, dieses hübsche Gebäude, leider wegen Corona gerade geschlossen. Ansonsten machen wir ja immer gerne auch Werbung für unser Planetarium zum Beispiel, nicht wahr? Grüße gehen an den Herrn Kollegen aus dem Planetarium, der, wenn er auf mich bei Feierabend trifft, gerne ein Obenbleiben ins Video ruft. Heute mache ich es für dich. Bleib gesund, Kollege. Und dann kannst du ja vielleicht bald schon wieder live Obenbleiben hier reinrufen. Und solange, sage ich mal, oben leben, unten fahren. Das ist ja auch mal ein ungewöhnlich lackierter RTW, wie ich finde. Ja, man sagt, über 7 Brücken sollst du gehen. So ähnlich ist es bei S21 auch. Ohne eine Menge von Behelfsbrücken wäre es nicht möglich, den Bahnhof hier so zu bauen und den Verkehr so gut weiterfließen zu lassen. Ja, also es wird zwar oftmals gerne die Baustelle mit Verkehrschaos in einem Wort genannt, aber ich meine, Stuttgart hat ein generelles Stauproblem und ich glaube, die Baustelle hat damit wenig zu tun, sehr wenig, weil es werden eigentlich überall alle Fahrspuren erhalten, ja, und damit der Verkehr rollen kann, und zwar durch Behelfsbrücken. Hier vor uns, da ist jetzt die Stelle, wo die, das, sag mal, das Gegenstück zum der Stelle, wo wir vorher gesehen haben mit dem Bagger. Hier werden das ist das andere Ende der Zulauftunnel für die neue Haltestelle Staatsgalerie. Die wurden hier unter unseren Füßen mit dem bestehenden U-Bahn-Tunnel verbunden. Und damit der Verkehr eben mit gewohnter Anzahl an Fahrspuren fließen konnte, braucht es dazu solche Behelfsbrücken, die so eine Art Einkragung so über den Rand der Baugrube bildeten. Das kann man jetzt hier noch ganz gut erkennen. Da ist noch eine, ja, das konnte man da drunter bauen und da oben konnten die Autos fahren, und eben nur in der Mitte, wo jetzt die Autos fahren, das war dann halt eben alles nach hier drüben gelegt.
und da war die Baugrube. Diese Brücken müssen auch hier jetzt wieder raus und dann muss wieder eine ordentliche Straße hergestellt werden. Da ist man schon ganz gut vorangekommen, wie man sehen kann. Und ja, mehr gibt es dazu auch gar nicht zu sagen. Der Bauabschnitt 24 bzw. ein bisschen 23, ganz viel 24. Wie ihr sehen könnt, ist hier alles schon sehr weit fortgeschritten. Die Bahn ist hier schon längst fertig mit ihrer Baustelle. Der Eisenbahntunnel liegt da unten, also super tief. Wir haben ja schon gehört, hier von mir, dass der Bahnhof ein bisschen schräg ist und dass das daher kommt, weil er über der S-Bahn und unter der U-Bahn durch musste, und zwar die U-Bahn hier in diesem Bereich, und deswegen ist der Bahnhof, der Zulauftunnel Nordkopf, wie das hier so schön heißt, auch so weit unten. Und jetzt schlussendlich sind wir beim Abschnitt 25 angelangt. Das ist der letzte Abschnitt. Auch hier ist er schon längst fertig, aber nicht ganz so fertig. Hier ist es so, dass wir noch ein Entrauchungsbauwerk brauchen. Für den Fall, den wir ja hoffen, dass er nie eintritt, dass es mal im Bahnhof brennt. In diesem Fall gibt es dann hier noch einen großen, so eine Art Kamin drauf. Der wird aber so in etwa so hoch wie das Haus da hinten. Also nicht nur ein bisschen, sondern ist so geschwungen, so ein bisschen. Und das wird dann das Entrauchungsbauwerk, und das gibt es noch nicht, wie ihr unschwer erkennen könnt. Ja, ihr Lieben, damit haben wir jetzt mal alles abgeklappert, heute mal wieder. Ich sag mal danke fürs Zuschauen, und wenn es möglich ist, bleibt zu Hause, und wenn nicht, dann schön Abstand halten. Ihr wisst ja, wegen diesem Coronavirus, ja. Und dann in diesem Fall bleibt auf jeden Fall gesund. Ich wünsche euch frohe Ostern, auch wenn ich das wahrscheinlich erst nach Ostern veröffentlichen kann, aber nun denn. Ja, frohe Ostern, bleibt gesund, habe ich glaube schon gesagt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, Wünsche oder Anregungen, dann sind die Kommentare euer Freund. Dann füttert die Kommentarfelder ruhig, brav, das ist in Ordnung. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und jetzt genug gelabert. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Normalerweise interessiert uns ja die Bahnhofsmission jetzt nicht so brennend. Und ich halte jetzt auch nicht die nette Osterdeko für so unbedingt sehenswert. Auch wenn sie, wie gesagt, nett ist. Nein, viel interessanter ist, was hier ist. Hier ist ein sogenannter Gabenzaun für Obdachlose. Weil, ihr wisst ja, jetzt in Zeiten von Corona haben es Obdachlose auch schwer, vielleicht sogar besonders schwer. Viele Notunterkünfte öffnen nicht mehr, und ja, Läden sind geschlossen und so weiter. Und deswegen gibt es jetzt so mancherlei an manchen Orten solche sogenannten Gabenzäune, und da kann man einfach eben milde Gaben für Obdachlose dalassen. Da muss man sich ein wenig an ein paar Regeln halten. Man muss die Sachen verpacken,
Und dann gut mit Abstand und so weiter. Ist klar. Und dann hier, was wird eigentlich gesucht? Lebensmittel, die ohne Küche verwendbar sind. Hygieneartikel, verschlossen, unbenutzt. Kleidung und Hundefutter. Aber keine Medikamente, keine Glasbehälter oder und auch keine verderblichen Lebensmittel, die gekühlt werden müssen. Also verderblich und oder gekühlt.